Bestandsimmobilien werden im Allgemeinen verkauft, wie sie stehen und liegen. Bedeutet, egal wie die Immobilie aussieht, neu, alt, wie auch immer, welchen Zustand sie hat, so wie sie dort steht, so wie es vereinbart ist, wird die Immobilie übergeben. Achtung! Dir können schwerwiegende Fehler unterlaufen, wenn du Mängel nicht bekannt gibst beim Immobilienverkauf. Und was du genau dort beachten musst, das ist unser Video Nummer 8, Mängel. Verschweige keine Mängel. Was du beachten sollst, erfährst du direkt nach dem Intro. Herzlich willkommen bei Ilka Fietz, Immo-Expert. Wir sind im Video Nummer 8 von 10 Videos, in denen es darum geht, die 10 schlimmsten Fehler beim privaten Immobilienverkauf ohne Immobilienmakler, wie du die vermeiden kannst. Und heute haben wir das Thema Mängel. Was sind Mängel? Wie gesagt, eine Immobilie wird normalerweise verkauft, wie sie steht und liegt. Dennoch kann es Mängel am Haus geben. Und da unterscheiden wir zwischen 3 Mängeln. Das ist einmal der offene Mangel, also zum Beispiel Mängel, die offensichtlich sichtbar sind, also abgeplatzter Putz an der Hauswand oder Feuchtigkeit im Keller. Könnte offensichtlich sein, man könnte wirklich die feuchte Stelle im Keller sehen. Das sind offene Mängel oder ein kaputter Fußboden oder eine kaputte Fensterscheibe. Offene Mängel, die, wenn man mit offenen Augen durch die Immobilie geht, sichtbar sind. Die zweite Variante von Mängeln sind versteckte Mängel. Also Mängel, die da sind, aber die weder der Käufer noch der Verkäufer sieht und kennt. Also der Verkäufer weiß nichts von diesem Mangel. Also er weiß zum Beispiel nicht, dass eine Leitung im Keller an der Heizung tropft und die in Zukunft Wasserschaden verursachen wird. Das weiß er nicht. Das ist nicht offensichtlich und er weiß es auch tatsächlich nicht. Das ist ein versteckter Mangel, den ein Eigentümer nicht kennt und dementsprechend auch dem Käufer nicht mitteilen kann. Und die dritte Variante an Mängeln, die es gibt, sind arglistig verschwiegene Mängel. Richtig, richtig böse, wenn dir das passiert. Entweder, ja, wenn du es arglistig verschweigst, heißt das so viel, du kennst den Mangel als Verkäufer und sagst es aber dem Kunden nicht. Zum Beispiel ganz häufig wieder Feuchtigkeit im Keller. Die Feuchtigkeit ist da. Du weißt, dass alle paar Jahre du den Keller neu streichen musst oder irgendwas machen musst, weil ständig nasse Flecken da sind. Du beseitigst den Mangel, aber eben nur oberflächlich. Malerst den Keller weiß und der Kaufinteressent kommt und denkt, wow, toller trockener Keller. Aber du weißt, naja, nur gerade, weil ich gerade frisch gestrichen habe. In 2 Jahren sieht es schon wieder ganz anders aus. Und das wäre ein arglistig verschwiegener Mangel. Und wenn du den dann auch noch verschweigst und du erfährst, dass dem Kaufinteressenten das sehr wichtig ist, dass er einen trockenen Keller hat, dann und du dir damit mit dem Verschweigen sogar noch einen Vorteil erschleichst, weil sonst hätte der Kaufinteressent vielleicht gar nicht gekauft, dann bist du irgendwann ziemlich in der Petrolie. Denn ein arglistig verschwiegener Mangel geht erst dann in die Verjährung, in dem Moment, wo der Kaufinteressent diesen Mangel zur Kenntnis nimmt. Verjährung bedeutet, dass der Kaufinteressent nach BGB bis zu 5 Jahre oder nach VOB bis zu 4 Jahre Zeit hat, diesen Mangel anzuzeigen. Und bei einem arglistig verschwiegenen Mangel läuft diese Verjährungsfrist sogar erst ab Kenntnisnahme. Das heißt, er merkt nach einem Jahr, da ist Feuchtigkeit.
Und er holt sich einen Gutachter und er sagt, ja, das muss hier schon immer so gewesen sein, diese Feuchtigkeit. Dann fängt diese 5 Jahre zum Beispiel erst nach dem ersten Jahr an. Das heißt, du kannst nie sicher sein, dass da nicht irgendwas kommt. Also selbst du hast den Kaufvertrag unterschrieben, du hast unterschrieben, es wird übergeben, wie steht und liegt, aber dadurch, dass du diesen Mangel arglistig verschwiegen hast, kannst du damit rechnen, ja, mal die nächsten 6, 7, 8, 10 Jahre, je nachdem, wann der Mangel erkannt wird, dass der Kunde auf dich zukommt und dann kannst du entweder rückabwickeln, das Geld zurückerstatten oder nachbessern, wäre auch noch eine Variante, ist aber oftmals, wird wahrscheinlich eher dann selten gemacht, weil der Kaufinteressent sich einfach in das Licht geführt fühlt. Und auf alle Fälle kannst du damit rechnen, dass es dich sowohl die Reparatur des Schadens kostet, wie sogar auch Schadensersatzansprüche der Kaufinteressent geltend machen kann. Also Mängel zu verschweigen ist ganz übel, kann ganz doll nach hinten losgehen. Deswegen prüfe wirklich dein Herz, dein Haus auf Herz und Nieren vorher, dass du solche Themen wirklich ausschließen kannst. Viel tiefer in das Thema Mängel und Mängelbeseitigung und Verjährung geht es in meinem Videokurs, den du hier unten drunter verlinkt hast. Und dann freue ich mich auf dich, aufs vorletzte, aufs 9. Video. Bis dann. Tschüss, deine Ilka von Immo Expert. Dir hat das Video gefallen? Dann freue ich mich, wenn du mir einen Daumen hoch gibst. Abonniere meinen Kanal mit Klick auf das Glöckchen und du verpasst kein einziges Video mehr von mir. Gib mir gerne einen Kommentar und wenn du ganz persönliche Fragen hast, dann findest du unter dem Video in der Beschreibung alle Links zu meiner Facebook-Gruppe oder für einen persönlichen Beratungstermin.